Revolution. Sumo Digital. MBX. Hallo und willkommen zu Let's Play Baphomets Fluch 4, der Engel des Todes. Hier ist wieder der Gecko Climber und wir machen uns jetzt heute an, ja, den letzten Part, der aktuell von Baphomets Fluch noch draußen ist. In freudiger Erwartung auf Teil 5. Ja, ich will eigentlich jetzt hier gar nicht so viel drumherum quatschen. Wir haben Teil 1 bis 3 soweit jetzt gespielt und stürzen uns jetzt auch gleich in Teil 4. Ich habe das Spiel schon mal ein kleines bisschen angezockt und muss sagen, naja, also ich bin mit der Steuerung und der ganzen Spielmechanik noch nicht so wirklich warm geworden. Warum, werde ich euch gleich zeigen. Ich schätze mal, dass ich die ersten 1 bis 2 Folgen werde ich mich wahrscheinlich noch recht gut auskennen. Alles, was danach kommt, ist absolut blind. Okay, ich glaube, wir haben jetzt, ja, soweit alles gesagt, was das angeht. Und wir machen uns jetzt mal direkt auf und starten ein neues Spiel. Und es lädt. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ja, ja. Das dauert aber. Berghoreb, Sinai-Gebirge, 1338 vor Christus. Drei Jahre zuvor. Dank sei Gott im Himmel. Wir haben sie gefunden. Baphomets Fluch. Der Engel des Todes. Und wir befinden uns in New York. Big Bros Spy Bonds. Also, wer ist das? Weiß nicht, Boss. Arbeitet da, nehme ich an. Meinst du, der kann Ärger machen? Ach was, ist ein Bleistiftschieber. Alle auf Position? Ja. Vermassel es nicht, Tony. Vertrauen Sie mir, Boss. Tu ich doch. Okay, Jungs. Das Spiel beginnt. Sieht verdächtig nach Mafia aus. Was ist mit der Pizza? Sorry, Virgil. Pizza ist gestrichen, bis wir Mort die 20 Mäuse zahlen, die wir ihm schulden. Klar, Kinderspiel. Hey, was riecht hier so gut? Du hast Besuch. Geschäftlich? Das will ich hoffen. Oh, hi. Kann ich Ihnen helfen? Mr. Storbart? Der bin ich.
Gott sei Dank. Ich dachte, sie kommen nie mehr. Das liegt an der netten Gegend hier. Bitte, Mr. Stobbart. Helfen Sie mir. Oh, Sie brauchen eine Kaution, was? Oh nein, keine Kaution. Wissen Sie, da sind ein paar Männer. Sie sind hinter mir her. Sie wollen mich töten. Und wenn Sie mich hier finden, sind Sie gleich mit dran. Ich habe ein Manuskript und... Stopp. Hören Sie, Miss. Anna Maria. Wie auch immer, das hier ist ein Kautionsbüro. Ich bin Rechtsanwalt und du brauchst die Polizei. Dafür habe ich keine Zeit. Lady, ich weiß aus Erfahrung, für sowas ist immer Zeit. Glauben Sie mir jetzt? Sind das die Typen, die... Ja, und wir müssen hier raus. Ja, und da sind wir auch schon. Und wir dürfen jetzt ein wenig, ja, spielen hier. Ich werde mir wie üblich, die Zeit nehmen, mir alles gemütlich anzuschauen. Ah, 100 Watt Audio in Top-Qualität. Allemal besser als Miete zu zahlen. Mhm. Ich find's ganz lustig, dass wir jetzt hier gemütlich rumlatschen, während die uns hier gleich die Tür eintreten. Aber gut, ich sehe auch, dass es hier ein klein wenig ruckelt. Ich hoffe, das wird sich bald geben. Falls nicht, muss ich jetzt doch nochmal die Auflösung runterstellen. Dann tut's mir leid. Bitte, Mr. Stobbart, wir müssen hier verschwinden. Ach komm, so ein bisschen AC/DC. Ja, da haben wir hier noch einen Golfschläger. Den können wir gleich mal einsacken. Mein zuverlässiges, ausziehbares 9er Eisen. Ach, es geht doch nichts über 9er Eisen. Mal gucken, will die mit uns reden? Hör zu. Keine Zeit. Wir müssen hier raus und zwar schnell. Ja, dann machen wir jetzt mal schön gemütlich. Was haben wir denn hier noch alles? Hier ist noch die Welt. Von allen Bars auf der Welt. Ja, und weiter. War die beste in Paris. Ein kleines Café. Andererseits, wer weiß, was in der Zwischenzeit passiert ist. Können wir Polizei anrufen? Es ist zu spät, um die Bullen zu rufen. Wir müssen hier raus, und zwar schnell. Na gut. Dann der Safe. Den Safe habe ich nie benutzt. Wozu denn auch? Tja, scheint ja nicht so wichtig zu sein, was du hier machst. Ah, und hierfür braucht er sein 9er Eisen. Alles klar. Dann nehmen wir doch gleich mal die Tür. Die Tür klemmt. Ich brauche ein Werkzeug, um sie zu öffnen. Jetzt schrei nicht so. Können wir hier aufmachen? Nein, das Schloss würde ich nie knacken. Aber vielleicht den Beschlag. Wie gut, dass wir unser schönes 9er Eisen dabei haben. So. Sie sind doch angeblich Experte in sowas, oder etwa nicht? Nicht mehr, hab's drangegeben. Erzählen Sie das denen. Okay. Und was machen wir jetzt? Ich arbeite daran. So, was haben wir hier alles? Wir gucken uns hier auch mal noch schön in Ruhe um. Ich find's auch hübsch, wie die sich hier so anschreien gegenseitig und dass die direkt auch alle Förmlichkeiten über Bord geworfen haben. Ist wahrscheinlich der Übersetzung aus dem Englischen geschuldet. Weil da gibt es ja keinen Unterschied zwischen du und sie. So, jetzt können wir hier den Aktenschrank umkippen. Und, ja, können jetzt da hochklettern. So, und nach oben, bitte. Und die Anna Maria bleibt seelenruhig da unten stehen. Kommen wir da durch? Keine Ahnung. Willst du zurück? Bist du verrückt? Exakt. Ich glaube nicht, dass wir hier noch lange unsere Ruhe haben werden. Was hast du diesen Typen eigentlich getan? Ich habe ein Manuskript. Das wollen sie. Lass mich raten. Es sind keine Gedichte. Es enthält den geheimen Fundort eines sagenhaften Schatzes. Na super. Hätte ich mir ja denken können. Unsere Familie besitzt es seit Jahren. Ich fing an, es zu entschlüsseln, zog Aufmerksamkeit auf mich und nun das. Oh, danke, dass du mich da reingezogen hast. Ich weiß das zu schätzen. Also, wo sind wir? Keine Idee. Ich war hier noch nie. Das ist der Aufzug. Komisch, wer könnte denn... Na, wer wohl? Die miesen Typen natürlich.
Ich kann das nicht ewig halten, George. Och, die lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen... Gucken wir uns mal ein bisschen um hier gemütlich. So. Ich glaube, mit Control kann man laufen, genau. Also das ist wieder ein reines Point-and-Click-Adventure. Alle Sicherungen wurden entfernt. Schade, dass der Aufzug nicht über diesen Stromkreis läuft. Tja, da werden wir uns was anderes einfallen lassen müssen. Gucken wir doch mal hier noch durch. Ja, wie gesagt, es ist wieder ein reines Point-and-Click-Adventure. Das heißt, komplett mausgesteuert. Ja, bitte nach unten, George. Nach unten. Dankeschön. Hey, Silvio! Hilfst du mir mal bei der Tür? Ups. Oh nein. Nicht gut. Wir müssen einen anderen Ausweg finden. Okay, das heißt dann wieder nach oben. Ja, man merkt schon, es ist ein bisschen hakelig hier von der Mausbedienung. Man muss jetzt auch sagen, dass Revolution da die Engine ausgelagert hat. Das heißt, die haben nur die Geschichte praktisch drumherum geschrieben. Und die Engine hat dann Sumo Digital gemacht. So, können wir hier was tun? Anna Maria sorgt dafür, dass sich die Aufzugstür nicht schließt. Ich muss ihr irgendwie helfen. Oh, die steht aber recht gemütlich. Und da haben sie auch sich mal... Da sind sie nicht ganz so wie bei der Nico bei Teil 3 mit der Maus verrutscht. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Golfschläger da dazwischen klemmen können. Funktioniert. Das müsste klappen. Zum Glück lässt sich der alte Stobart-Golfschläger arretieren. Danke, das war eine gute Idee. Ja, ganz schön clever, ha? Huh? Komm, jetzt hör auf, die anzumachen. Wir haben doch eigentlich unsere Freundin. Das heißt, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich meine, der gute George, der hat ja anscheinend... So leicht geht das Ding nicht ab. Ja, der gute George, der scheint ja ziemlich tief gefallen zu sein irgendwie. Der war ja zum Ritter geschlagen worden, hat gegen Drachen gekämpft, hat dreimal die Welt gerettet und jetzt nimmt er so einen 0815-Job an. Als armseliger Kautionsanwalt für ein paar Dollar, die der da verdient. Aber gut, der muss wissen, was er will. Wir werden wahrscheinlich im Laufe der Geschichte noch erleben, was hier passiert ist. Ich weiß es zumindest mal noch nicht. So, jetzt hätte ich mal gerne mein Inventar wieder. Das können wir vielleicht mit der Anna Maria zusammen das Ding hier wegkriegen. Schnell, hilf mir bei diesem Gitter. Sofort. Ja, das funktioniert. So. Okay. Geht das so? Ja, das geht so. Ja, wie gesagt, ich bin mit der Steuerung noch nicht so wirklich warm geworden dabei. Warum? Werdet ihr wahrscheinlich bald sehen. Und ich habe auch so ein paar... Ja, bitte zieh das Ding. So. Also ich werde hier am Anfang relativ zügig durchgehen, weil, es bringt ja nichts, wenn ich euch jetzt vormache. Ich wüsste nicht, wie es weitergeht. So, okay. Und jetzt nehmen wir einfach den Ventilator, schieben den da drunter, dann können wir den Golfschläger wieder einpacken. Der wird uns nämlich bestimmt noch gute Dienste leisten. So, jetzt muss ich auf die Pfeiltasten, weil ich glaube, das wird anders etwas kritisch. Das sollte verhindern, dass jemand den Aufzug ruft. So, jetzt müssen wir den Schläger wieder mitnehmen können. Sehr schön. Ja, da hinten wollen wir lang, genau. So, und jetzt kommen wir nach draußen. Komm, hier kommen wir raus.